Hallo und herzlich willkommen zurück hier am heutigen Mittwoch. Was? Genau. So, wollen wir eben hier ne, das Ding hier abladen und ein bisschen Geld damit noch machen. Und dann würde ich sagen, schicken wir ihn los von hier aus. Kann er dann selbstständig dahin fahren? So, sehr schön. Wir haben 71.000 gemacht. Damit haben wir die Kosten für den Roder schon mal wieder raus. So, da ist das gute Stück. Machen wir mal ein Foto davon. Wir haben schon eine Thumbnail dafür habe. Eine Thumbnail. Das sieht aber schon mal mächtig gefährlich aus, dieses Gerät hier. So, mal einsteigen. Wunderbar hier. So, wir starten den Motor. Boah, guck mal hier. Boah, was für eine Technik hier, ey. Boah, so viel. So viel Spiegel, so viele Kameras. Da bin ich ja mal gespannt hier. So, da haben wir jetzt das hier. Ah, das ist ein Joystick-Gerät. Ein Joystick. Zumindest lenken. Oder? Ich weiß nicht. So, will ich nichts Falsches erzählen. Das Gerät noch nie im Einsatz sind. So. Wunderbar. So, da kommt uns eine entgegen. Ist auch toll hier. Wo will er hin? Achso, der biegt ab. Wunderbar. Und jetzt bremst er. Warum das denn? Muss man bremsen, wer bremst, verliert oder wie war das noch? So, hier, ach hier, guck mal, hier dürfen wir 100 fahren. Ja, wollen wir weg jetzt ein bisschen auf die Gaspedal treten. Hier. Oh, Wahnsinn, die Geschwindigkeit. 43 km/h, meine Freunde. Ja, wir haben schon wieder Bergfest. Ja, ist das schon wieder Mittwoch. Wahnsinn, oder Freunde, wie schnell doch immer wieder die Zeit vergeht. Vor allem für mich hier, ne, wenn man hier aufnimmt. Es geht so schnell. Zack, zack, zack. 15 Minuten rum. Und im Endeffekt habe ich schon gar nicht das erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Weil ich hier so beschäftigt bin, weil ich hier so im Fieber bin. So, und wenn der da lang fährt, fahren wir auch mal da lang. Ne? Weil der wird jetzt wahrscheinlich zur gleichen Station fahren wie wir. Gehe ich doch zumindest mal stark von aus. Wenn das nicht gerade der ist, der hier muss entladen werden, ja. So, jetzt wollen wir mal eben schnell mal was gucken, Freunde. Hat der hier seinen Ausleger? Ein bisschen größer den Bogen gefahren. So, sind wir schon mal hier rum. Das ist schon mal hier rum. So, warum sehe ich den Drescher hier nicht, dass der hier arbeitet? Hallo, wo sind die Arbeiter hier? Hallo? Warum sehen wir hier nichts? Wäre doch schön, wenn wir hier was sehen würden, oder? Einstatt oder hat sich, also wenn wir, korrigiert mich, wenn wir den Hinscher falsch liege, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich meine, es hätte sich auch was geändert mit diesen Abgasen und dieser Staubentwicklung. Ich meine, da hätten sie auch dann gearbeitet, wenn ich das im Video da richtig gesehen habe. Naja, ne, normalerweise, man sieht ja so einen Drescher schon von Weitem, wenn der arbeitet, ne, schon allein am Staub. Ne? Ich habe mal einen Radclub hier bei uns in der näheren Umgebung. Man nannte ihn auch die Staubwolke Refrat. Mhm. Ja, ne? Nicht die Staubwolke Drescher, sondern die Staubwolke Refrat. Fällt mir gerade mal in diesem Zusammenhang ein. Macht ja klar überhaupt gar keinen Sinn, wie ich mir gerade so überlege, aber naja, ich wollte es einfach mal erzählen. Aber dafür liebt er mich ja, dafür mögt er mich ja, für diese immer wieder tollen, aufbauenden Witze und ne, Aufmunterungen. Das ist also. So. Sind wir fast schon da, wa? Halbe Stunde noch oder so, dann müssen wir da sein. So. Irgendeiner hat die Arbeit beendet. Ach, wir hatten die Arbeit eingestellt. Mal spannend. Weil ne, wir haben noch oben den müssen wir auch noch einstellen. Wenn er dann fertig ist, da der Stroh eingesammelt hat auf 52,53. Da war ja der Strohsammler unterwegs. Ah, okay. Jetzt haben wir schon diesen Weg hier gewählt. Ja. Ist irgendwie auch mal der LKW eigentlich angekommen? Wir haben irgendwie noch keine Mitteilung gekriegt. Oder habe ich halt wieder verpasst bei all dem Stress. Der Helfer F hat einen vollen Korntank. Ja, der ist toll. Der Helfer F hat einen vollen Korntank. Ja.
Ich bin ja gestorben. Machen wir noch einen Helfer dazu. So, da sind wir doch schon. Wunderbar. Fahren wir mal hier auf den Grünstreifen, ne, damit wir hier nicht alle behindern. Den Grünstreifen können wir auch ein bisschen schmäler machen eigentlich, aber naja. Zumindest mal hier auf der Seite wäre das nicht schlecht, wenn man den Grünstreifen ein bisschen schmäler machen würde. Das ist aber komisch, der Kollege ist irgendwie noch nicht angekommen, kann das Sinn? So, ich würde schon mal sagen, ne? Machen wir mal hier den wilden Hempelmann eben und drehen mal eben. Und drehen wir hier aufs Feld so drauf, ganz elegant. So, steht da ja schon mal in der richtige Richtung, hoffe ich zumindest. So, X, so, und dann mal gucken. Ah, oh, guck mal, schön, wa? Das ist aber irgendwie eine andere Version, die ich kenne. Riesig runder. Ja, das ist ja schön. Also der hat auf jeden Fall hier schon mal eine Tank. Das ist schon mal wunderbar. So. Was machen wir mal hier? Ich weiß gar nicht, welche Arbeitsbreite der hat. Erster Weg. Erster Weg. Ja, den brauchen wir nicht. So, sollen wir hier einen Kurs generieren? Oh Gott, Arbeitsbreite 2,80 Meter. Das ist ja super. So, dann gehen wir mal hier auf. Ah, soll mal 10 Vorgewände machen. So, die soll er bitte scharf fahren im Uhrzeigersinn. Macht hier Sinn. So, dann machen wir hier mal 0%, nicht 25. So, er soll hoch runter. So, längste Kante. So, und 0,4. So, okay. Und dann sagen wir mal Kurs generieren. Bin mal gespannt, wie lange er jetzt dafür braucht. Ob das denn in dieser Folge... Oh, er ist schon fertig. Das geht ja super hier. So, schließen. So, 2,80 Meter war das jetzt, ne? Oder war das 3,80 Meter? Okay. So, Kurs speichern. Ach, 0,2,8. So. So, okay. Dann würde ich sagen, lass uns mal hier anzeigen. Mal gucken hier. So. Ach Quatsch. Stopp. Halt, Aus hier. Hallo? Mit denn hier? Was ist denn jetzt hier? Herr Bubu oder Mann? Das ist immer witzig. Jetzt auch mal hier. Ah, jetzt ist er an der Insel. Er fährt los. Okay. Hat ein bisschen länger gebraucht. Okay. Und? Kommen die Karotten an?
Ernte der Karotten? Nein, auch eher nicht. Auch eher nicht. Tja, Freunde, da kann man sagen, was man will, ne? Aber auch das ist ein Satz mit X, das brauchen wir nichts. Ja. Also auch hier, nope, geht ja auch nicht. Ne? Ja, Freunde, es ist ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel. Es geht nicht. Warum auch immer das nicht geht. Mit den gemoddeten Erntern. Das ist mir echt ein kleines Rätsel. Also ne, das ist jetzt keiner von mir, sondern das ist einer von Rheinland-Pfalz Modding. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch ein Update zu oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne, Moment, Einkauf war das, ne? Und dann muss ich hier auch verkaufen. Und tschüss. So, gut. So, wir tappen mal eben schnell durch die ganzen Fahrzeuge. Aha, doch, der ist schon hier angekommen. Sehr schön. So, dann können wir hier auf R drücken und dann kann er hier schon mal laden. So, das ist schon mal schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der andere dann angekommen ist, den ich mir hier noch hingeschickt hatte. Oh, er macht irgendwas, aber irgendwie auch nicht, ne? Er ist zumindest schon mal ein bisschen hinten hingekommen. Ohne dass wir Großeinschritte dafür tun mussten. Aber wo ist denn jetzt der? Der ist hier. So, wo ist der Kollege? Ach, der ist da schon, der Kollege. Was ist das hier für ein Kollege? Ah, das ist der Kollege hier für Feld 39. Okay. Ah, der ist hier angekommen. Sehr schön. So. Jetzt darf ich den Motor starten. Ja. Wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich vielleicht vorher nochmal aufgetankt hätte, aber okay. Egal. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir dann jetzt damit da drunter passen, ob das denn funktioniert. Da wäre ja zumindest mal etwas Verbesserung. Genau. Ah, Platze für den Papa. Gap. Ah, Platze. Jawohl. Ja. Vater, du hast euch da rückwärts in den Bäumen. Alles jo. Ah, guck mal, das macht er aber. Er macht das jetzt hoch. Die ganze Zeit von hinten hier mobbt, ey. Jetzt fährt er wieder rückwärts und fährt jetzt wieder dahinter, ne? Nein, ich verstehe das nicht. Hänge ich hier wieder fest. Naja, immerhin, das funktioniert jetzt mal. Mehr oder weniger. Da. Also, der letzte Versuch ist auch gescheitert. Zumindest mal das funktioniert jetzt. Das heißt, ich schiebe jetzt noch mal ein bisschen näher. Da
rein. Also ihr seht, das ist ja ein Graul hier, wirklich. So. Also, ja, ihr werdet ihn jetzt mal entlassen, glaube ich. Jetzt mal. Guck mal, jetzt hat er uns hier weggeschoben. Dafür, was denn? Dafür, da hat er jetzt wieder hier alles. Ach nee, du. Kann auch nicht sein hier. So. So. So, jetzt folgendes. Wir gehen jetzt hier hin. Schicken den Kollegen zum Abladen. So. Ja, und mit diesen Bildern darf ich mich dann auch für heute verabschieden. Und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin. Ciao, ciao.